Hallöchen, ihr denn alle vier und willkommen zurück bei Vulcan. Wo es weitergeht hier? Nach Sturmfall. Stormfall, Jewel of the Sea. Let's see what you've got for me. Okay. Ah, neues Blut. Geht zu Mohabis Laden. Er wird sich ausrüsten mit freundlicher Genehmigung von Sturmfall. Okay. Rede mit Mohabi, dem Händler. I am not a hero, you hear? It's either that or we throw you back outside the walls. No, please. Don't send me back there. It's a bloody slaughter. You haven't seen it. You don't know. Sure, die a hero or die a coward. Make up your mind. We need warriors against us, Freer. Not whiners. But the deads. The deads rose back with the earthquake. We've all seen it. The Sverir aren't the problem. Why won't you believe us? You are so shameless in your lies. Disgusting. Ja, okay, gut. So. Oh, das ist so cool hier. Diese NPCs. Filled to capacity, huh? Okay, anscheinend ist das hier ein Wegpunkt. Wrackküste, okay. Sphärgrotte, Hochland, hier bin ich. Okay, cool. Schöne Karte. So. Was haben wir denn da? Edelsteine. Die Edelsteine in deinen Gegenständen können beim Juwelier entfernt werden. Erinnerung, das haben wir in 15 Minuten. Okay, gut. So, hier oben ist der Händler, Mohabi. Quest abgeschlossen. Was gibt's denn hier? Langschwert, Novizenstab und Langbogen. Ich nehme das Schwert, natürlich. Sehr schön. Rede mit Demetra, der Archivarin. So, aber erstmal würde ich gerne hier Zeug verkaufen. Wie mache ich das? Rechtsklick zum Verkaufen. So. So ein magischer Schild. Gesundheitstrank, den kommst du mal da unten hin. Und ansonsten der Rest passt hier. So, den. Oh, es leuchtet auch blau, das ist ja cool. Oh, das finde ich ja gut gemacht, okay. So, und das noch ein Langschwert. Ah, alles klärchen. Gut. Also zwei Einhänder. Da ist die liebe Demetra. Hyperwürfel und Fähigkeiten. Conscript, report to Thunderblade Farad at the battlefront. Ja, ist okay. Du hast einen Hyperwürfel bekommen, welches ein uraltes magisches Objekt ist. Nutze die rechte Maustaste im Inventar auf den Hyperwürfel, wodurch die Fähigkeit erlernt wird. Du kannst die Hyperwürfel bei Demetra gegen urzeitliche Affinität eintauschen. Mit dieser Währung kannst du bei Demetra deine Fähigkeiten verbessern. Das erhöhen eine Fähigkeit für dazu, dass Modifikatoren freigeschaltet werden. Nutze die Taste S, um das Ast-Menü zu öffnen. Fähigkeiten werden auch im Kampf gelevelt. Oh Gott. Flügel ist Ishmir. Am Stab. Nur mit Dolche, Bogen oder Pistole nutzbar. Okay, ich mache hier das. Beschwört einen großen Speer, welcher auf die Gegner fällt und Schaden verursacht. Überwürfel Flügel des Ishmir. Das klingt gut. Eine drehende Doppelklinge. Werf eine sich drehende Doppelklinge in eine Linie und fügt allen Gegnern in dem Bereich Schaden zu. Phantomklinge. Das klingt cool, aber ich brauche dafür Dolche, ne? Okay, nimmst das. So, und jetzt? Mit der rechten Maustaste kannst du diese Fähigkeit erlernen. Okay. Das heißt hier, wenn ich das benutze, kann ich das dann leveln. Das heißt, ich brauche Dolche. Ausweidemesser. Wo sehe ich da? Ah, da sehe ich Dolch, okay. Gut, das heißt, ich muss Dolche finden. Alles klärchen.
battle that stands between the Greens and your families. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Oh, civilians. Okay, rede mit Donnerklinge. Fair. Another new conscript, huh? You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sphreer have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working Radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Nutze die Taste T, um per Stadtportal zu Sturmfall zurückzukommen. Du kannst jederzeit zu deiner Position zurückkehren, indem du durch das Portal schreitest. Okay. Hey Ben, you believe in those rumors? Deads walking and ghastly apparitions. You're talking nonsense again. Ich mag diese Unterhaltung. Be vigilant! Hold position! Ja, ist okay, mach das. These guys are as scared as we are! We won't see the sunrise tomorrow! Also Stimmung ist gut hier. Auf jeden Fall. So, Langschwert. Ich will aber ein paar Dolche haben. So, Level 1, Level 2, Gesamtschadenfähige 7. Gebt mir ein paar Dolche, das finde ich super. Oi, come back here. You're gonna get yourself killed. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich will Dolche und sonst gar nichts. That must be Sandor's barricade. Nutze die Taste M, um die Weltkarte aufzurufen. Wähle einen Wegpunkt, um dich zu dieser Position zu teleportieren. Rede mit der Sturmfallwache. Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside, organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! I'm going in. What? Wait, I didn't authorize. You want reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go. Okay, Achtung, alle Bewohner. Der Boden bebt, als sich eine riesige Horde von Sphäres der letzten Sturmfallbarrikade nähert, die den Weg zum Flüchtlingslager schützt. Sandor und seine Männer bereiten sich auf die letzte Schlacht vor. Okay. Come on, men! Let's earn our keep! Time to show those Greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Knock! Draw! Loose! It's not enough! Unleash the storm, now! Okay, also. Tunnelers! Protect the cannon! To the north! Push them back into the ground! Squad 1, take the south! Squad 2 to the west! Show them the might of the storm! We'll live through this! Okay.
kommen denn da? Scheint immer mehr. Spitters, take cover! Stand your ground! Don't let them get to the cannon! Okay. Giften, hey. Come on, you big fat green. Sobok, der Ungezähmte. Der ist gut. Ich habe noch Auflagen für einen Trank. Wie krieg ich die denn? Okay. Überwürfel am Bossschlag. Sehr schön. So, habe ich jetzt einen Dolch. Yeah. Okay. Und eine Schulter. So, dann würde ich sagen. Ah, das ist eine Einhandgeschichte. Beschwört über den Gegner Kursan Hammer, welcher der Gegner niederfällt, die Fähigkeit verursacht. Oh je. Wurde bereits gelernt. Okay, das heißt, hier muss ich jetzt gucken, wie ich irgendwie hier Phantom klingen. Will ich da reinmachen. Okay. Okay. Yeah, cool. Okay, das sieht doch gut aus. So, da ist der Wegpunkt gewesen. Dann rede mal mit ihm. Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger you are. What's the message, then? That the reinforcements are coming soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Okay, neues Level. Find den Eingang zum Svir-Höhlennetzwerk. So, alles gleichen. Dann würde ich sagen, machst du ein bisschen mehr hier. Sekundär, Primär, Tertiär. 13, 13, 14. Okay. Das heißt, es kostet schon 300, alles zurückzusetzen. Und passive Geschichten. So. Nahkampfwaffenschaden. So, was haben wir hier mit kritische Treffer erzielen. Okay, Wildheit. Angriffsschaden, kritischer Trefferschaden. Aber soll ich da noch Beweglichkeit mitnehmen? Ist ja die Sache, ne?
Warte mal, ich kann nur diesen inneren Kreis auch drehen, oder? Oder ist das jetzt hier primär vorne? Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal gucken, wie das ist. So. Also gehst mal auf Nahkampf. Plus 25 Wildheit. Angriffsschaden, kritischer Trefferschaden. Ein hier rein. Und Angriffsschaden. Machst du das? Okay. Wunderbar. So, die Phantomklingen sind Level 3 mittlerweile. Verbliebene Modifikatorpunkte 2 von 2. Okay, das heißt, erhöhter Schaden, das kann ich noch nicht nehmen. Da brauche ich erst Stufe 5 mit dem, vermutlich. Okay. Gut. Dann. Come back here, you fool! They have a giant burning one leading them. It will fry you alive! I'm not letting your men die, Sandor. Ja, ja, alles gut. Das kriegen wir hin. Okay. Cool, hey. Okay, neues Level, Stufe 4. Okay, also. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Machst du das mal? So, und jetzt hier noch den Punkt. Was haben wir hier? Nahkampf, Angriffsschaden plus 5 Angriffsschaden. Physischer Gift und Zerreißungsschaden werden erhöht. Du kannst keine anderen Arten von Schaden zufügen. Okay. Materialschaden, Angriffsschaden, Nahkampf, Waffenschaden. Bewegungsgeschwindigkeit auf den Gesamtwert der Angriffsschaden plus 5 auf den Gesamtwert der Zauberwirkungsgeschwindigkeit. Okay, was kann man da nur machen? Physischer Schaden in Zerreißungsschaden umgewandelt. Je mehr Wirkung du hast, desto mehr Schaden verursachst du. Dies gilt für alle Schaden. Das klingt cool, das will ich erstmal mitnehmen. Okay, also auf den Gesamtwert der Angriffsgeschwindigkeit. Gut. Alles gleich. Dann mal weiter. Guckst du mal. Boah, ist ja mega cool. Okay, Dichlinge, was sind das? Eine Hose, schwer, Gesamtwiderstände, nimmst du mit. Okay, da sind auch noch Gegner. Und zäh. Das heißt, ich komme erst mit Affixen hier. Okay, finde ich also zum Höhlennetzwerk. Okay, Phantomkling. Das ist hochgelevelt. Eisenkappe. Hier mal Handgelenke. Eine Tunika. Okay, schaust du mal. Magischer Schild. Gesamtwiderstände und Gesundheit. Das klingt doch alles gut. Und ein Helmchen. Und eine Rotzbremse. Okay, Gesundheit, magischer Schild. Level 4, Schurke. Okay, es unterscheidet sich auch nochmal hier. Diese Rüstungstypen.
nicht weiter. Plattenschulterschutz. A giant burning one. That explains a lot. I must find this beast and stop it. Guck mal, Jungs. Komm, Maxon. Hyperwürfel. Aktischer Speer. Ein Vorschlaghammer. Und Schnallenschuhe. Was Gelbes. Ja, cool. Plus 2 Weisheit. Plus 6% auf den Gesamtwert der okkulten Widerstände, plus 4 Weisheit, magischer Schild auf diesen Gegenstand. Okay, ziehst du mal an. So, aber hier kann er auch nicht durchgehen, oder? Doch, darunter. So, was haben wir denn hier unten? Verteidiger noch. Also alles Stuff, den man verkaufen kann. So, ein bisschen Gold. Und noch mehr Gold, okay. Boah, die Klinge ist so cool. Zack, und weggeschnetzelt. So, ist jetzt die Sache da. Ist auch noch was. Guck mal, eine große blaue Truhe. Die ist ja größer als ich. So. Aber ich muss sagen, es macht echt Laune. Hyperwürfelstiche des was auch immer, kleine Willenskrafttrank. So, was habe ich denn da jetzt? Stiche des Krea, okay, beschwört einen gewaltigen Bogen, welcher mehrere Projektile auf die Gegner abfeuert. Nur mit einem Bogen nutzbar. Kann ich das alles lernen? Das weiß ich halt nicht. Ich glaube aber schon, ne? Claymore. Ledertassetten. So, dann geht's mal weiter. Oh, aber die Gegnermassen, ne? Ist schon cool gemacht, hey, ist schon richtig gut gemacht. Geht drauf, Dankeschön. Ein Handgelenkschutz. Ein Ausweidemesser. Kchink. Sehr cool. Okay, dann Level Up. Das hier. Gut. Dann noch in die passive Geschichte. Alle Widerstände plus 5. Und hier den manischen Schlechter. Je mehr Blut du hast, desto mehr Schaden verursachst du. Dies gilt für alle Schadensarten. Plus 2% Schaden pro 100 nicht verbrauchte Wutpunkte. Wutgenerierung bei einem Treffer plus 10%. Okay, nimmst du das mit? So. Alles klärchen. Ja.
Schulterschutz. Und alles hier genauestens erkunden. Fähigkeitenlevel erreicht mit den Phantomplänen. Das ist gut. Okay, haben wir alle? Sehr gut. Also, wir waren das hier mit P, ne? Ne, mit S. Ja, genau. Phantomklingen. Verbliebene Modifikatorpunkte. Reduziert die Zeit für eine Aufladung und erhöht der Schaden. Ich glaube, ich nehme das hier. Damit ich hier schneller werfen kann. Okay. Das heißt, Level 10 erhöht den Effektbereich. Zu einer Bohle, die Gegner teleportiert zum Standort des Projektils, kann eine zusätzliche Aufladung annehmen. Konvertiert den physischen Basisschaden in Giftschaden. Kreis jetzt basierend auf der Position des Cursors. Okay. Gut. So, dann schau doch mal. Hyperwürfel, mörderische Hast. Herr, ja, hast du nicht gesehen, oder was? So. Diese Totenköpfe stärkere Gegnertypen. Ich weiß es nicht. So, Ackerland. Ist die Sache, wo ich dafür hin muss? Ich weiß es nicht. Finde Eingang zu den Sphäre-Höhlen-Netzwerk. Ist ja die Sache, wo das ist. Kein Platz mehr da. Okay, dann. Ne, warte mal, das fallen lassen und den Helm nehmen. Gesamtwert Widerstände, das kannst du mal anziehen. Gesundheit, magischer Schild. Das klingt doch gut. Beweglichkeit plus 5, das ist gut. Elementarschaden. Ich kann noch eine andere Schulterplatte nehmen. Ah, das finde ich richtig gut. Gesundheit, Gesamtwert Widerstände. Elementaren Widerstände. Eine Rüstung. Wildheit. Mörderische Hast. Du beschwörst zwei Klingen und stürmst auf das Ziel zu. Du stürmst nicht auf das Ziel zu, wenn die Fähigkeit im Nahkampfbereich verwendet wird. Okay. Okay, dann. Wie kann ich denn das jetzt auswählen? Mörderische Hast. Kann ich nicht, ne? Muss ich erst noch freispielen oder wie? Ah, auf die 4 kann ich das legen, okay. Okay, dann schaust du doch mal. Auch Wut, okay. Flügel des Ischmir. Okay, eine Axt. Eine Stoffrüstung. So, kannst du eigentlich mal den ganzen rosa Kram hier fallen lassen. Okay, betrete das Höhlennetzwerk. Gut, machst du das? Das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut und tschüss.